Damen und Herren, hallo und ich sterbe gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Team Chaos Public zusammen mit dem Michael, dem Manni und dem Toledo. Ein wunderschön. Was für eine nette Begrüßung. Alter, hier gibt es Schlaglöcher in dieser Straße. Und dieser Anhänger ist ein bisschen überladen. Das heißt, ich fahre meistens statt mit 4 Rädern am Boden irgendwie nur mit 2 und warte nur drauf, dass ich über den Kipppunkt komme. Das ist doch schön. Ja. Also sagen wir so, wir haben den starken Bauern. Ist okay. Ich muss jetzt hier nicht irgendwie eine Rettungsaktion mit Frontladern vorsichtig anheben machen oder so. Also, das ist okay. Alles wird schön. Sind halt nicht die besten Straßen. Ja, das ist schon ein bisschen älter, die Straßen. Hatte ich tatsächlich überlegt, mal nach Goodwood zu fahren, zum Festival of Speed. Das war ja jetzt erst und der Termin für nächstes Jahr steht schon fest. Wär schon ganz cool. Da habe ich überlegt, den Großen mitzunehmen. Aber ich glaube, da muss ich noch ein Jahr oder 2 länger warten, bis das sinnig ergibt. Oder okay. Sinn ergibt, sinnig ist so rum. Aber kennt ihr das? Schon mal von gehört? Nö. Sagt mir jetzt nichts, ne. Okay. Also es ist im Süden von England. Ich glaube, ungefähr 2 Stunden müsste es von London sein, direkt an der Küste. Und das ist so ein altes Anwesen tatsächlich. Und da ist halt einmal im Jahr so Festival of Speed. Das heißt, die sperren die Straße ab mit Strohballen und sonst was, und da fährt so ziemlich alles, was Räder hat, fährt dann dort über die Rennstrecke. Ganz, ganz spannend. Also von irgendwie Motorrädern bis zu Supersportwagen oder alten Oldtimern mit ordentlich Rahmenprogramm und sonst was. Genau kann ich es euch tatsächlich auch nicht sagen, aber vielleicht dann, wenn ich da war. Okay. Klingt auf jeden Fall interessant. Ja, ist halt so ein bisschen Petrolhead-Event, nenne ich das jetzt mal vorsichtig, ne? Also geht tatsächlich um Automobile beziehungsweise irgendwie. Wie ist das richtige Wort, wenn man auch Motorräder mit einschließt? Kraftfahrzeuge? Ja. Okay. Ja, siehste, dann geht so ein Event schön für Kraftfahrzeuge jeglicher Altersklassen, Preisklassen und sonst was. Also im Aftermovie von diesem Jahr war zum Beispiel das Red Bull Formel 1 Team, ich glaube mit 3 Boliden mindestens auf dem Track. Das ist halt schon mal ganz, ganz cool. Mehrere alte F1 Wagen aus den letzten Generationen, die da dort rüber gefegt sind. Und ich glaube, das ist halt einfach von der vom Feeling her mega, von der Kulisse her super schön. Das ist also wirklich so ein altes Adelshaus Anwesen da in der Nähe, Goodwood House, müsst ihr mal googeln. Richtig, richtig krass. Und ich glaube, alleine so diese ganzen Motorengeräusche und alles mal mitzunehmen, ist schon, ich glaube, da kann man automobile Liebe mit erwecken. Das ist cool, ja. In die nächste Generation vererben. Übrigens, kaum ist der Anhänger leer, fährt sich der Pickup auch wie eine 1. Ne? Der liegt, als wäre die Straße gerade frisch asphaltiert. Bedenk an deinen Rücken jetzt. Da ist er wieder, da fährt er vor. Ups. So. Ja, funktioniert. Also ist alles weg. Ich bringe jetzt Toledo noch mal ganz kurz einen. Was bringe ich ihm? Einen Traktor. Einen Anhänger brauche ich. Nee, der Anhänger steht da schon. Ah, okay.
Anhänger steht da. Du kriegst jetzt noch einen Traktor davor. Damit wir ihn gleich abfahren können. Bring dir mal den Case, ne? Ja. 7240, der sollte, denke ich, ausreichend sein, um den Anhänger gleich zu ziehen. Vor allem hat er so eine schöne Rundumleuchte oben drauf, so eine fette Bar. Ach, der ist dort, ja. Ja, jo, jo. So die Flughafen-Rundumleuchte hier gefühlt, riesengroß. Hat das Feld denn hier vorne einen Eingang eigentlich? Ja, ne? Nein, doch. Vielleicht? So wirklich, finde ich. Ach, shit. Doch, hätte, wäre ich über die andere Wiese gefahren. Ich bin aber an der Straße lang gefahren. Also wenn du über Wiese 32 unten fährst, dann hätte es geklappt. Okay. Mein Fehler. Ja, wie voll bist du denn? Voll. Oh, ja, warte. Sekunde, ich muss kurz rückwärts ran und. Oh. Da. Stehst du mitten im Feld jetzt? Oder sie. Nee, du stehst am Rand, ne? Ich stehe am Rand, ja, aber das Rohr zeigt nach innen. Ja, das ist ja Gott sei Dank gerade nicht so schlimm hier. Für mich sah es so aus, als würdest du tatsächlich mitten im Feld stehen von der anderen Seite. Deswegen war ich gerade so irritiert. Hätte ja sein können, dass du einmal durchstehst. Manni bringt gerade auch den Anhänger nach Hause. Ja. Wo kommen die Sonnenblumen hin? Futtermischer? Ja, am besten direkt rein. Der Mais auch gleich? Ja, kann direkt. Da ich einfach gerade den Motor laufen habe, war ich einmal hier kurz Querfeldmarsch, bring den einmal weg. Dann passt gleich einfach einmal mehr rein. Dreimal reinladen kannst du, dann ist er voll. Aber passt nicht ganz dreimal rein, aber in etwa. Der Futtermisch, denke ich, ist dieser kleine Holzkasten, ne? Mit Rohr. Ja, ja, genau. Genau. Müsste mal bei Bricka wieder vorbeikommen, gucken. Mist. Ich hab's gerade selber geladen. Aha. Ich war zu lange weg. Das Wegfahren von den Kisten hat irgendwie länger gedauert, als ich vermutet habe. Uwe, willst du beide einiger wieder zusammen? Nö. Stell zur Seite. Der eine reicht hier ja. Wir sind in absoluter Hofnähe. Das kriegt der Case hier einfach weggezogen. Wenn ihr jetzt hier wieder auf 68K gehst, dann kriegst du wieder nur nach Hause. Nee. Glaube es nicht schlimm, wenn Toledo einmal oder einer einmal mehr wegfahren muss. Nö, das passt schon. Danke auch. Ha, geschafft. Ich stelle mich mal ins Ende des Feldes hin. Ja, mach euch. Hoffe, dass ich dann das Rohr noch gut getroffen habe, die Strecke hier. Dann kannst du entladen. So, ich hoffe, das passt. Voilà. Jetzt hat er. Ist hier doch wieder der 39 an den Gärrestewagen? Wollte er ihn doch nicht haben? Der kommt nicht voran, der 39. Achso, liegt wirklich am 39? Der hat ihn wieder umgepackt. Der kommt überhaupt in die Pötte 39 mit dem Anhänger. Der kommt mit dem Gärreste fast nicht zurecht. Okay. Irgendwas passt da nicht mit den Mods überein. Ja,
Er hat es auch geschrieben, ich habe es nicht gelesen, muss ich gestehen. Daher weiß ich ja. Ja, sorry, ich war... Alles gut. Hab nicht auf den, auf den Chat geachtet. Vielleicht ist der Cerion besser, der hat immerhin auch ein paar mehr PS. Dann fahre ich aber jetzt nochmal schnell nach oben, hole nochmal Gerrit. Hat er vielleicht das im VCA-Menü dieses Allradlenkung, also die Allrad nicht an? Hat er alles schalten muss? Ja, hat er nicht an. Dass er alles schalten muss, also deswegen vielleicht. Ja, er hat Traktionskontrolle, manueller Allradantrieb hatte er an. Das kann auch daran liegen, weißt du das? Ja, das ist richtig. Da kann ich auch in die Physik rein. Das stimmt. Ich hab's bei beiden mal deaktiviert gerade. Könnte man nochmal versuchen. Ja, mal probieren, ob es vielleicht daran liegt. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das ist schon sehr verwunderlich, dass ein schwächerer Traktor, der fast viel besser ziehen kann, umso stärker. Ja, gerade weil der 900 hat sonst eigentlich ganz normal fährt. Vor allem weil die PS-Zahl hat, die ja eigentlich braucht für das Fass. Ja, müssen wir nochmal probieren. Ich habe es gerade bei beiden einfach mal bei der Einstellung Traktions- und Allrad deaktiviert. Dann könnte man nochmal vorhängen und schauen, ob es funktioniert. Shit, die Kurve habe ich zu eng genommen. Ja, kommt schon. Abgehängt. Wiederholt jetzt in Serien. Ja, ich vermute es. Ich mache gerade noch einmal schnell das Fass voll, dann komme ich gleich auch wieder runtergeschüsselt. Und dann können wir noch rüber zu Feld 9. Und ist gar nicht mehr so groß jetzt, ne? Jetzt ist der 55 Kubik zu bringen gerade mal so knapp zweimal neu befüllen. Das, was vorher irgendwie deutlich mehr war, sich jetzt so ein bisschen ausgeschlichen. Aber der 55er Garant RFC hier ist schon der große, ne? Der kleine war wie der 45er, oder? Ist gerade. Nee, ich meine, wir haben die kleinere genommen. Echt? Ich. Ups, Gülle war hier. Ah, 65 ist der große. Okay, tatsächlich. 55 ist der kleine, 65 wäre der große. Könnte man nochmal überlegen, irgendwann auf den großen zu gehen. Der kostet ja jetzt auch nicht die Welt. Dann wären zweimal auffüllen komplett drin. Und dann kann der Zubringer wieder umdrehen. Ja, wir gucken erstmal, wie es sich ausgeht. Ne? Also mit 30 Kubik kommt man ja auch deutlich weiter als jetzt mit den 13 Feuer, mit dem kleinen Schleppschlauch. Mhm. Kommt man zwar weiter oder schneller voran, aber es ist ja auch noch mal ein bisschen weniger Durchfluss, als hätten wir das 30 Meter Gestänge. Genau. Also der Serion kommt zum Fahrer mit Güllefass. Sehr gut. Ich habe gerade unser Fass hinten leider eine fette Beule reingeschlagen. Ich bin an der Mauer zerschellt. Oh, wir wollen sie abgeben. Irgendwann. Pass halt jetzt nur auf 54 Kubik rein. Ja, so in etwa auf jeden Fall. Stellt euch das mal vor, ey. Fährst du irgendwo gegen? Zack, Beule, weniger Kubik. Oder Lecks drin oder was auch immer. Ja. Das wäre nochmal. Das wäre nicht mein. Das wäre auf jeden Fall eine Einstellung, die ich deaktivieren würde. Ich glaube, da wäre mein Traktor auch ständig Schrott, weil ich ständig irgendwo gegen die Bäume fahre. Oder ja. Der selber schön überhängen bleibt, der wird die Gestänge auf 7:30 hängen. Das wäre nicht gut. Erinnert ihr euch an die Aussage auf der FarmCon, wo es irgendwie darum ging, im Matsch festzufahren und so weiter und so fort? Wo der Entwickler so ganz schön sagte, es ist die Grenze ist sehr schmal
zwischen Realismus und allem drum und dran und wie kann ich das abschalten? Ja. Weil jedes Future, was gefordert wird, was irgendjemand fordert, schreit irgendjemand hinterher, wie kann man den Scheiß abschalten, habe ich keinen Bock drauf. Ja. Das stimmt. Das ist hier genauso Fruchtzerstörung. In irgendeinem LS-Teil wurde die Fruchtzerstörung eingeführt und sofort wurde geschrien, ja, und wie kann man das wieder ausmachen? Habe ich keinen Bock drauf. Ja, ist richtig. LS22 Seasons. Auch das, ja. Wobei, da spielen wir ja tatsächlich auch echt wenig mit Seasons. Vielleicht ergibt sich das nochmal im 25er, aber da muss ich gestehen, bin ich auch bin ich noch nicht warm mit geworden. Jetzt bin ich eine kühler Figur. Ja, Manni, tut mir leid. Kurz mal hops genommen. So, guti. Aber, liebe Leute, ich würde sagen, wir sind für den Moment auch erstmal fertig, wie immer. Vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne wie immer das Däumchen nach oben da. Danke dafür. Ansonsten macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.